Hallo und willkommen zurück zu Let's Build Super City. Willkommen zurück in Super City und wir bauen jetzt unsere Stadt hier weiter. Wir waren letztes Mal da stehen geblieben, dass wir hier einen neuen Stadtteil gebaut haben. Jetzt übrigens wieder mit Live-Kommentar. Ist ja letztes Mal, dass ja nicht so ganz funktioniert. Und hier ist unser zweiter Stadtteil, den wir gebaut haben. Sieht echt, mag diesen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, mag man diesen europäischen Stil echt. Sieht echt viel cooler aus. Was aber nicht so cool aussieht, sind die ganzen aufploppenden Müllprobleme hier. Jetzt müssen wir mal gucken, was da ist. Zu wenig Müllautos? Fährt hier keiner runter? Wir können auch hier runterfahren. Mal gucken, ob hier gleich auch einer runterfährt. Schauen wir mal, dann haben wir das Problem ja auch gelöst. Na, er biegt jetzt ab. Vielleicht löst sich das. Schauen wir mal. Ein Friedhof könnten wir wahrscheinlich auch hier gebrochen. Haben wir hier einen? Schauen wir mal. Haben wir einen Friedhof hier? Ne, haben wir nicht. Ja, dann müssen wir mal einen bauen. Was haben wir denn hier? So einen oder einen normalen Friedhof? Nehmen wir erstmal einen normalen Friedhof. Oder wie sieht der hier aus? So, hier auch irgendwo hinten wahrscheinlich mit ins Viertel. Ach, weißt du, was das Problem ist? Doch, das steht noch. Ich dachte gerade, das wäre weg. Das sah gerade irgendwie so aus. So, dann Friedhof erstmal hier mit hin. So. Und das Müllauto wird jetzt wahrscheinlich auch hier abbiegen. Genau. Und dann würden die Müllprobleme hier auch gleich gelöst, denke ich. Das Problem war nur, stimmt, die war ja vorhin nicht angeschlossen, beziehungsweise vorhin für euch, für mich in der letzten Folge. Deswegen mussten wir das hier erst anschließen. Ich hoffe, dass die Müllautos, wenn die hier gleich ankommen, auch genug mitnehmen können. So. Aber sonst läuft der Verkehr schon ganz cool hier. Über dieses Autobahnkreuz. Hier läuft viel Verkehr, ne? In die Stadt rein läuft viel Verkehr. So. Ich überlege mir neue Stadtteil, würde ich sagen. Ne? Und zwar habe ich jetzt was vor. Jetzt möchte ich eigentlich. Wir haben ja kaum Industrienachfrage. Wir haben noch sehr viel Wohngebietnachfrage. Dann bauen wir jetzt mal noch ein bisschen Wohngebiet. Ich wollte nämlich gleich mal ein bisschen Büro bauen. Aber anscheinend wollen sie das noch gar nicht. Und ich würde mal gerne mal gucken, können wir uns eigentlich einen neuen Stadtteil schon kaufen? Das war hier. Dann können wir. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt direkt einen neuen Stadtteil gekauft. 28.000 haben wir noch. Okay. So, nun müssen wir gleich mit warten, dass wir ein bisschen Geld haben. Kein Strom da hinten. Okay. Ja gut, dann müssen wir eine Stromleitung legen. So, dann kann der auch hier angeschlossen werden. Warum braucht man einen Friedhof denn? Ach ja, um die Gräber mit Blumen zu versorgen, um da direkt ein Wasser anzuhaben, braucht ein Friedhof-Dings. Aber der Friedhof sieht irgendwie cool aus, ne? Sieht eher auch wie so ein Stadtfriedhof, finde ich, als wie so ein... Aber der gefällt mir echt. Kann man nichts gegen sagen, ne? Ich überlege, ob wir das verschieben und den Stadtteil jetzt hier gleich ausbauen. Aber wohin verschieben? Wollen wir so ein eigenes Service-Teil-Ausfahrt machen für die Dings? Eigentlich wäre das cool, ne? So eine eigene Service-Ausfahrt bauen wir jetzt auch. Für Müll. So. Können die da hinten drauf fahren? Dann können die auch hier drauf fahren. Zack, und dann können die hier wieder runterfahren, wenn sie fertig sind. So. Dann haben wir hier unsere Service Station, sag ich mal. Eigentlich könnten wir noch eine Einbahnstraße hinbauen, das ist sinnvoller, ne? Wenn die in die andere Richtung noch können. So, obwohl, nee, die können ja auch in beide Richtungen. Nee, das ist schon richtig so. Dann bauen wir hier mal so einen Teil hin und nehmen das da hinten gleich weg. Weil da hinten steht das nur. Ich hoffe, das ist nah genug auch für die neuen Gebiete, die wir jetzt anlegen, dass die da müssen zwar eine ganze Ecke fahren, die Müllwagen. Gebäude nicht geleert. Achso, das müssen wir erst lernen, hast recht. Bevor wir das da wegnehmen können. Was wir jetzt auch dazu bauen, ist erstmal Dings hier.
So. Dann werden wir das Gebäude auf jeden Fall jetzt erstmal leeren. Zack, Gebäude leert sich. Da werden jetzt auch alle Müllautos verwendet. Die jetzt hier rumfahren und dann hinten ins andere Stadtteil, in einen anderen Stadtteil, beziehungsweise den Müll da hinten wegbringen. Und die haben kein Wasser hier. Ja, stimmt. Ich habe ja auch kein Wasser und keinen Strom hier angebaut. Aber Strom brauchen die bestimmt auch. Oder Strom brauchen die gar nicht. Brauchen die keinen Strom? Nee, brauchen sie nicht. Cool. Ja dann, wenn es auch ohne Strom geht. So, hier ist echt ein Müllverkehr hier. Aber das soll es ja auch sein. Das ist eigentlich Quatsch, was ich hier gebaut habe, ne? Das ist echt Quatsch, was ich hier gebaut habe, merke ich gerade. Okay, dann machen wir es anders. Den Teil kommt weg. Ne, wir drehen das einfach um. Geht ja auch. So. Zack, zack. Das heißt, die beiden finden jetzt da rein. Sei schon, das ist so gewollt. Dann können sie da hinten wieder rausfahren, ne? Genau. Dann bauen wir hier auch noch eine Ausfahrt, dass die auch wirklich überall schnell hinkommen. Weißt du, was cool wäre? Wisst ihr, was cool wäre, wenn man eine Stadt so eine eigene Müllversorgung mit eigenen Tunneln immer nur über Tunnel laufen lässt? Dass die Müllautos immer in die jeweiligen Stadtteile über die Tunnel reinfahren. Das wäre cool, ne? Aber teuer. Hat man nicht über diesen Müllverkehr dazwischen und müssen über diese Autobahnfahrten hier bauen. So. Was ist denn da jetzt schon wieder das Problem, Leute? Ach, da ist eine Straße dazwischen. Okay. Ja, dann. Muss man mal wegnehmen. Okay. Dann kommt ja wieder ein Tunnel zum Einsatz. Zack. Zack. Und hier wieder hoch. Zack. Und dann können sie hier auch... Was für ein Aufwand für so ein paar Müllwagen. Aber nee, ich will ja, dass die ja schnell den Müll da auch wegkriegen aus den Städten. Also, ist schon sinnvoll. So. Hier ist aber echt viel Müllverkehr. Und was ich jetzt noch mache, ist natürlich die Straße hier zur Einbahnstraße umbauen. Habe ich doch gerade nicht gemacht, nee. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt können die da auch nur ein paar Einbahnstraße reinfahren. So, das passt auch. Neue Müllversorgung gebaut. Brauchen wir noch eins eigentlich nicht, ne? Nee. Dann werden wir uns jetzt um neue Gebiete kümmern, sage ich mal. Wie sieht's hier aus? Kann der Müll ja auch gut abgeholt? Eigentlich müsste er ja, ne? Was ich jetzt noch überlege, habe ich hier einen Anschluss in die Richtung? Die können doch hier raus, die können hier reinfahren. Ja, geht doch. Passt doch. Haben wir auch einen Anschluss, um hier reinzufahren. Das wird das Müllproblem ja auch gleich weg sein. Ja... Brauchen wir vielleicht noch ein Müllding, weil irgendwie ist das Müllproblem immer noch da, ne? Okay, dann werde ich jetzt ein zweites Mülldeponie hier auch hinbauen. Damit sie mehr Müll auch hier loswerden können. So. Ah, jetzt nehmen sie den mit. Sehr schön. Ich hoffe, das Problem ist gleich gelöst. Dann kümmern wir uns jetzt um einen neuen Stadtteil. Schauen wir mal, können wir den anlegen. Wir wollten ja eigentlich da hinten anlegen, ne? Aber das brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. 12% voll, ne, so ein bisschen. Dann ist es doch gleich fertig schon. Würde ich aber die Straße hier schon mal ausbauen. Sechsspurig? Ja, kann man machen, glaube ich. Oder macht das Ganze anders. Das geht natürlich auch. Zack. So. So. Dann macht man das Ganze so hier. So. Und dann kann man hier auch wieder reinfahren. Das
das eine Einbahnstraße? Warum ist das hier eine Einbahnstraße? Nee, das kann ja ruhig keine Einbahnstraße mehr werden. Obwohl nur der Teil. Nee, dann setze ich das über die Einbahnstraße raus. Ist auch sinnlos hier, finde ich. Hier ist aber keine Einbahnstraße, ne? Hier ist schon eine Straße, genau, sehr schön. Okay. Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Die U-Bahn könnte ich eigentlich da hinten dann noch weiterbauen. Wie sieht es eigentlich mit der U-Bahn hier aus? Habe ich hier überall Stationen? Ja, passt. Gut. Wahrscheinlich auch gut genutzt. So, ich wollte mir mal ein bisschen was angucken mit der Lärmbelästigung hier. Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, hier ist Lärmbelästigung. Hallo, die Waldfee. Ja, der Stadtteil ist sehr lärmbelästigt. Warum ist denn hier eine Lärmbelästigung? Ach, hier, weil hier irgendwas liegt. Ein Taxidepot, das ist so laut. Krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und hier ist natürlich Lärmbelästigung. Selbst hier ist Lärmbelästigung. Durch was denn? Ach, durch das Gewerbe wahrscheinlich. Ja. Ich überlege, ob ich das da gleich mal vielleicht sogar rausnehme. Das passt nicht in diesen Stadtteil irgendwie. So, was ich jetzt machen wollte, was mir aber einfällt, was ich vergessen habe letztes Mal. Ich wollte die Straße, die Hauptstraße, die Promenade verändern. Und ich finde, mit Bäumen sieht die doch wesentlich schöner aus als so. Zack, jetzt können zwar keine Autos mehr da parken, aber... Ja, es geht ein bisschen ums Aussehen, finde ich. Zack. Wir haben doch hinten noch ein Parkhaus. So. So sieht das Ganze noch viel schöner aus, finde ich. Dann müssen sie hier in den Seitenstraßen parken. Das ist doch meistens auch so, dass man nicht an der Hauptstraße, sondern an den Seitenstraßen dann parkt. Hier ist eine Ampel, ne? Hatte ich nicht mal gesagt, Ampel weg? War das nicht mal meine Sache, die ich machen wollte? Add switch traffic lights, zack. Priority Signs. Ja, das ist schon richtig. Zack, die Vorfahrt ja genommen. Ich weiß zwar nicht, ob man in der anderen Richtung jetzt über die Straße kommt, wenn man so rüber will. In die Richtung. Aber wir werden sehen. Na, hier wird aber schon gut genutzt. Na, 69 geht noch. Finde ich. Hab schon mehr gehabt. Mehr Nutzung. 107. Ja. Na, wie lange brauchen sie noch? 9%, aber das dauert auch, bis diese Sachen da sind. Und vor allem, die müssen das ja alles bis da hinten hin erstmal gurken. Und hier sind auch Ampeln. Sag mal, resettet er das immer wieder? Ich hatte hier Ampeln rausgenommen. Bin mir ziemlich sicher. Zack, zack, zack. Zack. Priority Signs. Vorfahrt gewesen. Vorfahrt, Vorfahrt. Da brauchen wir eigentlich kein Vorfahrtzeichen. So, ja, das passt. Aber das ist auch egal, weil du da noch reinfahren kannst. Also. So. 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 Neues Gebäude wahrscheinlich. So. Was hat er denn hier eigentlich? Schlechter Landwirt oder sowas? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay. Aber das Müllproblem ist erstmal weg. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier nochmal gucken, ob hier auch Ampeln wieder sind. Habe ich eigentlich mal weggenommen, die ganzen Ampeln. So, irgendwie. Hier ist auch keine Ampel. Ach, komisch. Ich werde übersehen. Ampeln weg. Boah, ein bisschen Verkehrschaos ist da jetzt schon, ne? Wenn ich das so mache. Schauen wir mal, ob wir doch nicht lieber Ampeln wieder aufnehmen. Hielt das für eine gute Idee. Aber schauen wir mal. So. Der parkt da aber, jo.
So, das sieht doch alles gut aus bisher. Aber hier auf der Autobahn ist wirklich viel Verkehr jetzt wieder. Ist wirklich viel befahren.